Als Schiedsrichter von Arsenal würde man sagen, kids mistake, ja. Ja, genau. Sehr gut. Die zweite Liga, wie immer mit ganz viel Emotionen, Aufstiegshoffnungen und Abstiegsangst. Und da sind fast alle Teams mit dabei. Und bei uns ist immer dabei Marcello. Hallo Marcel. Guten Morgen, Carsten, und ich bin immer dabei und das sogar ohne jegliche Abstiegsangst. Ja, das stimmt. Du hast keine Abstiegsangst, du hast Aufstiegshoffnung als Trainer in Gießen und da drücken wir dir natürlich auch ein Däumchen, dass das funktioniert. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu deiner Auswertung. Ich glaube, die ist positiv. Ja, danke, Carsten, dass auch du mir ein Däumchen drückst. Das bedeutet mir sehr viel. Nein, aber wir kommen zur Auswertung. Ihr seht es hier in der ersten Grafik. 10 abgegebene Tipps am letzten Wochenende. 6 davon waren richtig. Also ein sehr erfolgreicher Spieltag in dieser zweiten Liga. Besonders erfreulich auch die Tatsache, dass die höchste Quote durchgegangen ist, nämlich der Heimsieg von Rostock gegen den SVW in Wiesbaden. Und unter dem Strich, das seht ihr jetzt in der zweiten Grafik, ein Plus dabei rauskam von 4,46 Units. Eine Durchschnittsquote von 2,02 und bei 24 insgesamt eingesetzten Units. Das heißt wirklich eine ordentliche Marge, Gewinnmarge. Und deswegen bin ich da sehr zufrieden. Der zweite positive Spieltag in Folge in der zweiten Liga. Und den Hattrick will ich jetzt am kommenden Wochenende gerne komplettieren. Am Samstagabend startet das Spiel der Altmeister, Schalke gegen Nürnberg. Also als die Meister wurden, war selbst ich noch nicht auf der Welt, aber die haben einiges gesammelt, in ihrer Historie. Jetzt ist erstmal das Unternehmen Nicht-Abstieg, speziell bei Schalke Trumpf. Also sie haben einen Punkt geholt in Hannover, haben die Führung aber wieder hergeschenkt. Also es ist nach wie vor extrem zäh mit den Schalkern. Herr Carsten, bei Schalke ist wieder extrem viel Unruhe da. Unter der Woche gab es dann mal wieder den hochgezüchteten Schokoknall, von den Medien hochgezüchteten Schokoknall mit Wie kann man Drexler. den Ja, denn der. hochzüchten? Wurde der gegossen oder wie gab es einen Ja. Schokobrunnen oder was haben die Medien gemacht? Mit gutem Felddienst gegossen, Carsten. Ach so, okay. Nein, gab es einfach wieder mal ein bisschen Unruhe, interne Querelen. Angeblich soll Drexler einen Schokoriegel durch die Kabine geschossen haben aus Frust, soll er bei Mitspieler getroffen haben. Also als Schiedsrichter von Arsenal würde man sagen, Kids mistake, ja. Ja, genau. Nein. Sehr gut. Spaß beiseite. Wenn du sagst, Carsten, dass natürlich Schalke und Nürnberg letztmals Meister waren, wo du noch nicht auf der Welt warst, dann kann ich dir sagen, als Nürnberg letztmals in Gelsenkirchen gewonnen hat, warst du sogar noch jung. Das war nämlich vor 30 Jahren. Ja, also letztmals vor 30 Jahren hat Nürnberg in Gelsenkirchen mal ein Spiel gewonnen und seitdem gab es 15 Pflichtspiele auf Schalke. Dabei gab es 12 Siege für die Schalke, 3 Unentschieden. Das heißt, wenn man nach der Historie geht, ist Schalke favorisiert. Ganz so einfach ist das Ganze natürlich nicht. Trotzdem ist Schalke natürlich momentan vielleicht sogar einen Tick formstärker unterwegs als die Nürnberger. Schalke ist seit 5 Heimspielen ungeschlagen. Sie haben insgesamt 24 Punkte schon geholt aus 14 Heimspielen. Das zum Vergleich entspricht der gleichen Ausbeute wie der von Fortuna Düsseldorf, die um den Aufstieg spielen. Also zu Hause ist Schalke auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Und Nürnberg, naja, die haben aus den letzten 3 Spielen gerade mal einen Punkt geholt, sind also nicht besonders gut drauf. Und deswegen glaube ich schon, dass Schalke hier was machen kann zu Hause, auch wegen Uwe Traogo, dem 17-jährigen Top-Talent, der ja bereits bei einigen Vereinen auf dem Zettel steht, hat letzte Woche getroffen gegen Hannover, sein zweites Saisontor bereits. Und ich glaube, dass Schalke, und da nenne ich meinen ersten Tipp, mindestens punkten wird zu Hause. 1x und beide Treffen zu einer Quote von 2,0 bei 2 Units als Einsatz. Und mit meinem zweiten Tipp, Carsten, gehe ich mal voll in die Vollen. Ich sage nämlich, das 1-0 in dieser Partie erzielt Simon Terodde und die Schalker werden bereits zur Halbzeit führen und dieses Spiel gewinnen. Also 1-0 Terodde und Halbzeit 1 Endstand 1 als doppeltes Ergebnis. Das miteinander kombiniert ergibt ein 9,50. Und da gehe ich mit einer Unit nochmal drauf. Der Kollege geht voll in die Vollen, also hoffen wir mal auf alle Neune. Übrigens, Schalke Nürnberg, eine Fanfreundschaft, die wirklich sehr eng ist. Das kann man nicht behaupten beim nächsten Spiel Magdeburg gegen den HSV. Ja, das Thema alter Trainer gegen seinen ehemaligen Verein ist mittlerweile ausgelutscht, denn das ist viel zu lange her, dass Titz Trainer bei den Hamburgern war. Ja, Carsten, absolut. Das ist ausgelutscht. Viel spannender ist der andere Trainer vom HSV, nämlich Steffen Baumgart. Interessante Personalie natürlich.
Könnte jetzt der erste HSV-Trainer werden, der in seinen ersten drei Zweitliga-Auswärtsspielen ohne Sieg bleibt. Im Allgemeinen, der HSV hat keines der letzten drei Auswärtsspiele verloren, also auch das Spiel unter dem Interimstrainer haben sie auswärts nicht gewonnen. Und in 6 Spielen unter Steffen Baumgart fiel nie mehr als 3 Tore. Das heißt, der Ansatz des HSV hat sich komplett gewandelt. Es ist nicht mehr diese bedingungslose Offensive unter Tim Walter, sondern es ist ein sehr kontrollierter Ansatz. Momentan sogar ein zu kontrollierter Ansatz, denn der HSV erzielt meiner Meinung nach zu wenige Tore. Und ob sich das wirklich in Magdeburg bessert, ist fraglich, weil Robert Klatzl momentan verletzt fehlt und maximal kommt ein Kaderplatz zu ihnen in Frage. Von Anfang an wird er aber nicht spielen. Das hat Steffen Baumgart schon quasi ausgeschlossen. Und Magdeburg, Carsten, für die geht es um alles. Die sind richtig unten reingerutscht. Seit 5 Spielen mittlerweile Sieg und torlos. Und deswegen glaube ich, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die momentan ja sehr mit sich zu kämpfen haben. Und deswegen glaube ich auch, dass maximal 3 Tore fallen werden. Unter 3,5 ist mein Tipp. 1,70 die Quote und 3 Units meiner. So, und dann schauen wir mal auf die Tabelle. Oben auch im Zusammenhang mit dem HSV ein Punkt weniger als Fortuna Düsseldorf auf Rang 4 sind die Hamburger aktuell. Hannover 96 ist ja jetzt gefragt. Die haben 44 Zähler, also immer noch mit Fantasie nach oben. Und da kommt es jetzt zum Derby gegen Eintracht Braunschweig in Braunschweig. Das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel für Hannover, weil Braunschweig erstens extrem heimstark ist. Sie haben 4 ihrer letzten 6 Heimspiele gewonnen und vor allen Dingen ist Braunschweig auch sehr defensiv stabil, gerade in dieser Rückrunde, denn sie haben tatsächlich die wenigsten Gegentreffer aller Zweitligisten in der bisherigen Rückrunde kassiert, gerade mal 10 in den letzten 11 Partien. Und Hannover hat ja gerade auswärts ein paar Probleme gehabt. Sie haben ja auch nur eines der letzten 6 Zweitligaspiele gewonnen. Letzte Woche gab es wieder dieses unzufriedenstellendes 1:1 gegen Schalke. Jetzt müssen sie ohne Vogelsammer auskommen, der sich muskulär verletzt hat. Also es wird schwer für Hannover in diesem Derby in Braunschweig. Es wird vor allen Dingen sehr stimmungsvoll, auf jeden Fall auf den Rängen. Und deswegen sage ich auch, dass Braunschweig zu Hause nicht verlieren wird. Doppelte Chance 1x in Verbindung mit dem unter 4,5, 1,78 und 3 Units als 1. Hertha BSC, ja, Sieger am vergangenen Wochenende mit 3:2. Die treffen jetzt auf Hansa Rostock und ich glaube, das wird eine zähe Veranstaltung. Vor allen Dingen glaube ich, Carsten, dass die Hertha das momentan einfach so ein bisschen laufen lässt. Ja, das Gefühl hatte ich schon beim 13:3 gegen Nürnberg, das Gefühl hatte ich auch letzte Woche beim 2:3 gegen Paderborn. Es war ein sehr schmeichelhafter Sieg, der ja erst kurz vor Schluss zustande kam mit 2 späten Toren in der Schlussphase. Und ja, für die Hertha, so ein paar Optimisten hoffen immer noch darauf, dass sie vielleicht nochmal oben eingreifen, sind 8 Punkte Rückstand momentan. Ich glaube allerdings nicht mehr daran und auch innerhalb des Vereins hat man sich eigentlich schon relativ klar positioniert, dass man sich auf das neue Zweitliga-Jahr vorbereitet. Unter der Woche wurde eine Liste enthüllt mit möglichen Transferzielen. Ganz oben übrigens Schuler und Artig von Magdeburg. Also es ist sehr viel Unruhe momentan bei der Hertha, auch aufgrund der Trainerpersonalie. Pal Dardai, der soll ja tatsächlich im Sommer ersetzt werden, soll ein neuer Trainer kommen, sein Sohn Benche wechseln zu Wolfsburg. Auch das wurde unter der Woche verkündet. Das heißt, sehr, sehr viele Nebenkriegsschauplätze. Und deswegen sehe ich Rostock, für die es ja nach wie vor um alles geht, im Olympiastadion keineswegs chancenlos. Deswegen haue ich hier mal eine Überraschung rein, Carsten. Ich sage zu einer Quote von 13, Rostock gewinnt Entschuldigung, Rostock holt mindestens einen Punkt bei der Berliner Hertha. Und es werden beiden Mannschaften noch mindestens einmal zum Torerfolg kommen. Wie gesagt, die Quote liegt bei 3,10 und der Einsatz beträgt 2 Units. Die Spielvereinigung Greuther Fürth mit einer grausamen Rückrunde. Viel besser sieht es bei Kaiserslautern auch nicht aus. Sie sind auf einem vorletzten Platz aktuell, also auf dem 17. angekommen. Aber die Abstände sind ja sehr gering. Das können wir hier auch noch mal anschauen. Also da ist mit Sicherheit mit einem oder zwei Siegen gleich wieder eine ganz andere Stimmung da. Und deshalb ist vielleicht der Gang jetzt nach Fürth gar nicht der schlechteste für die Lauter. Ja, kann man tatsächlich so sehen, Carsten. Ich weiß natürlich, warum du das sagst, weil Fürth der schlechteste Zweitligist der letzten 9 Spieltage ist. Ja, sie haben doch So 4 Punkte ist geholt in den letzten 9 Spielen. Seit mittlerweile 5 Partien sind sie sieglos. Und trotzdem muss man sagen, Fürth, gerade in diesen Heimspielen gegen Abstiegskandidaten, waren sie doch sehr konstant über die Saison hinweg gesehen, haben 19 von möglichen 21 Punkten aus den letzten 7 Heimspielen gegen Teams auf einem Abstiegsplatz geholt. Ja. Und Kaiserslautern stehen, wie gesagt, erstmals seit dem 2. Spieltag wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Druck wird größer, auch auf Friedhelm Funkel. Natürlich, DFB-Pokalfinale schön und gut, aber wenn man im Endeffekt absteigen sollte,
dann wäre das natürlich katastrophal, wenn man donnerstags in Old Trafford gegen Marcus Rashford spielt und dann in der dritten Liga samstags gegen Fabian Klose. Ja, also ist auf jeden Fall krass, ja, Schönes aber Szenario, was du da aufmachst. Sehr schön. ja, viel Fantasie dabei, aber ja, tatsächlich kann das so kommen. Und Funkel, Carsten, hat bislang 7 Mal als Trainer bei der Spielvereinigung in Fürth gespielt und 6 Mal verloren, noch nie gewonnen. Das heißt, es wird schwer für die Lauterer in Fürth, wenngleich die Form natürlich vielleicht doch eher für den SFCK spricht. Trotzdem sage ich, Fürth wird zu Hause nicht verlieren. Auch hier doppelte Chance, 1x und runter 4,5 Tore, 1,72 als Quote und 3 Units als Einsatz. Paderborn gegen den KSC. Kurz und knackig, bitte. Ja, der KSC darf sich auch noch berechtigte Hoffnung machen. Es sind ja das zweitbeste Rückrundenteam dieser zweiten Liga, haben nur noch 7 Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Also Hoffnung ist auf jeden Fall da. Auch übrigens dank Paul Nebel, der spielt bislang wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Ja, sehr, sehr laufstarker Spieler, hat die drittmeisten Kilometer in der zweiten Liga abgespult, zuletzt sogar 3 Tore erzielt in den letzten 5 Zweitligaspielen. Problem ist nur bei den Karlsruher, dass Marcel Franke, der Abwehrchef, fehlen wird, gesperrt. Und Paderborn ist eine Mannschaft, der ich immer alles zutraue. Lukas Kwasniok, ein super Trainer, der immer wieder für Kniff gut ist. Und trotzdem sage ich, wenn Karlsruhe verliert, dann maximal mit einem Tor Unterschied. Das heißt, Karlsruhe +2 als Handicap in Verbindung damit, dass mindestens 3 Treffer im Spielverlauf fallen. Da bekommen wir eine Quote von 1,87, wo ich sogar mit 4 Units draufgehe. Holstein Kiel will es mit aller Macht. Den Aufstieg in die Bundesliga, das sieht man in jedem Spiel, hoch konzentriert, hoch motiviert. Und jetzt spielen die Tabellenzweiter, 2 Punkte nur hinter St. Pauli, habe ich bereits erwähnt, gegen Osnabrück. Und Carsten Osnabrück hofft auf einmal auch wieder. Ja, nur noch 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, haben zuletzt gewonnen mal wieder. War bereits der 4. Sieg in den letzten 6 Spielen. Also Osnabrück hat sich richtig gefangen, sind durchaus unbequemer Gegner geworden. Und trotzdem sage ich, dass Kiel einfach zu konstant, zu stabil, zu reif momentan in ihrer Spielanlage ist. Zuletzt gab es 4 Siege in Folge, alle 4 ohne Gegentor. Ja, insgesamt gab es schon 12 Clean Sheets in der gesamten Saison. Also die Defensive passt, Offensive. Ebenfalls, da hat man mit Shuto Machino einen ganz interessanten Spieler. Ja, Japaner, 6 Torbeteiligungen in den letzten 7 Spielen. Der kommt immer besser in Fahrt in seiner neuen deutschen Heimat. Und deswegen sage ich, auch aufgrund der Tatsache, dass Kiel bereits 19 Tore nach Standards erzielen konnte und Osnabrück schon 21 Gegentreffer kassiert hat nach Rundenbell, dass Kiel hier auf jeden Fall Vorteile haben wird. Und deswegen 2,02 Sieg Kiel und unter 4,5 Tore zu einer Quote, die ich bereits genannt habe, und 2 Units als Einsatz. Fortuna Düsseldorf hat erkannt, dass gegen Bayer Leverkusen nicht gut Kirschen essen ist, aber die sind ja nun wirklich auch outstanding. Jetzt sind sie allerdings in der zweiten Liga auf dem dritten Platz angekommen und treten bei Wien Wiesbaden an. Eine durchaus machbare Geschichte. Wenn man sich anders präsentiert als im Hinspiel. Das Hinspiel hat nämlich der SVW in Wiesbaden in Düsseldorf völlig überraschend mit 3:1 gewonnen. Jetzt Ja, sage ich aber das allerdings, ist ein bisschen länger her. das ist ein bisschen länger her. Erstens das und zweitens glaube ich, dass die Fortuna sich jetzt revanchieren wird. Wien Wiesbaden war damals in einer sehr, sehr guten Form. Jetzt aktuell sind sie das nicht mehr. Ganz im Gegenteil, sie haben keines der letzten 4 Heimspiele gewonnen. Sie sind richtig tief unten reingerutscht in der Abstiegsschlamassel. Und deswegen bin ich auf jeden Fall bei Düsseldorf. Zolles hat mir die letzten Wochen des Öfteren schon angesprochen, der momentan wahrscheinlich beste Spieler dieser zweiten Liga. Ebenso wichtig für die Mannschaft Appelkamp. Ja, zentrales Mittelfeld, ein ganz interessanter Spieler. Und der, glaube ich, könnte auch jetzt wieder eine ganz interessante Rolle einnehmen, weil noch nicht feststeht, ob Ao Tanaka, seine kongenialer Partner im Mittelfeld, einsatzbereit ist. Er hat eine Blinddarmoperation hinter sich, also ist noch fraglich. Und Düsseldorf, sage ich, wird dieses Spiel gewinnen und sogar schon zur Halbzeit vorne liegen. Warum? Aus statistischen Gründen. Denn Carsten, bei 9 von 14 Saisonsiegen wäre das doppelte Ergebnis richtig gewesen. Also bei 9 von 14 Siegen führte Düsseldorf bereits zur Halbzeit. Und auch in 7 der letzten 8 Zweitligaspiele ging die Fortuna mit einer Führung in die Halbzeit. Und deswegen sage ich, Düsseldorf führt zur Pause, Düsseldorf gewinnt das Spiel 2,85 als Quote und 2 Units als Einsatz. Und als letzte Partie haben wir dann den Tabellenführer St. Pauli, die gegen Elversberg spielen, also zu Hause am Millerntor. Zuletzt verloren und man merkt einfach, wenn sie nicht an die Grenze gehen, dann wird es da auch noch mal schwierig. Also der Flow ist ein bisschen verloren gegangen.
zeigt einmal mehr, dass diese zweite Liga in Deutschland einfach extrem stark ist, die Leistungsdichte extrem eng beieinander, weil wenn du, wie du richtig sagst, St. Pauli nicht an die Grenze geht, dann können sie eben auch gegen jede Mannschaft in dieser Liga verlieren. Ja, hat man letzte Woche wieder gesehen, beim 1-2 gegen Karlsruhe, wobei ich sage, in Karlsruhe im Wildparkstadion kann man ruhig mal verlieren. Fakt ist, der Vorsprung beträgt immer noch 8 Punkte auf den Relegationsplatz, also im Normalfall sollte da nichts mehr anbrennen. Allerdings darf man die kommenden Aufgaben nicht unterschätzen, auch Elversberg nicht, und das, obwohl Elversberg nur eines der letzten 6 Spiele gewinnen konnte. Allerdings ist Elversberg auch seit 4 Spielen sieglos, haben zuletzt auch nur oder in 5 der letzten 6 Spiele gar nichts getroffen, also gar kein Tor erzielt. Und deswegen bin ich schon eher bei St. Pauli, wenngleich man sagen muss, St. Pauli muss auf Abwehrchef Hauke Wahl verzichten, der hat letzte Woche die gelb-rote Karte gesehen. Und trotzdem sage ich, dass St. Pauli hier ihrer Favoritenrolle gerecht werden wird. Deswegen eine Quote von 1,87 für den Heimsieg der Kiezkicker in Verbindung mit maximal 4 Toren im Spielverlauf und beim Einsatz von 3 Units. So, das war sie dann. Die zweite Liga und der 29. Spieltag, der dazugehört. Hier ist die Übersicht der Tipps von Marcello. Danke, Marcel. Und ihr wisst, wir sind durchgehend mit euch hier unterwegs. Die dritte Liga haben wir international und am Sonntag natürlich auch wieder die Vorschau auf die entscheidenden Spiele im Viertelfinale der Champions League, Europa League, Conference League. Alles dabei und deshalb gerne ein Abo hier liegen lassen. Euch eine schöne Woche.